Hallo wieder. Wie geht es? Ich bin Phoenix. Ich freue mich, wieder bei dir sein zu dürfen. Und ich wollte mit dir jetzt zusammen die Energien für den Monat Dezember, dass wir es für dich nachschauen, ja? Fangen wir an. Okay, wieder. Unten haben wir die Sonne. Wenn ihr euch daran erinnern könnt, also die Sonne wieder, hatten wir für dich auch in den letzten Gartenauslegen gehabt. Auf jeden Fall, wir fangen schon mit einer super positiven Energie für den Monat Dezember. Ja. Also eine Karte, eine der besten Karten im Tarot. Also die Sonne spricht immer von Glücklichkeit, also die Sonne scheint und Wünsche werden erfüllt. Also es ist eine sehr schöne Karte. Wir wissen jetzt nicht so genau, worüber. Und hinter der Sonne ist auch die Karte der Erfolg. Der sechste der Stäbe ist da auch eine sehr positive Karte, spricht auch über Erfolg. Also zusammen mit der Sonne ist natürlich und Rat des Schicksals und die Herrscherin. Ja. Und die Gerechtigkeit. Also wir haben hier eins, zwei, drei, vier große Arkana schon zusammen. Also für dich wieder. Bewegt sich auf jeden Fall, das Rad des Schicksals bewegt sich schon in eine positive, in positives Sinn für dich. Ja. Ja. Schauen wir mal weiter die Karten, ja? Okay, wieder. Jetzt, dieses Mal haben wir als Thema haben wir der Bube der Schwerter. Der Bube der Schwerter. Also Buben reden normalerweise auch über was Neues, einen neuen Anfang auch. Diese Bube der Schwerter ist spricht auch mehr über Kommunikation auch, ja? Schwerter sind oft Gedanken, also sind Gedanken und auch Kommunikation. Ja. Zusammen mit der Sechste der Münzen.
Auch eine Karte, die über Balance spricht, ja? Über Balance, das Geben und Nehmen. Ja? Oder man bekommt für das, was man auch schon geleistet hat, gearbeitet hat, seinen Lohn. Ja? Vielleicht bekommst du irgendeine Information oder Nachrichten, die für dich zu deiner Kunst, also irgendwie was mit Geld zu tun hat. Vielleicht erwartest du irgendwie Geld mit diesen zwei Karten. Also jetzt so schnell gerade. Ich meine jetzt, was mit Liebe zu tun hat, ja? Also in dem Fall, wie gesagt, könnte damit zu tun haben. Ja, dass Kommunikation über irgendeine finanzielle Sache für dich zu deiner Gunst kommt, wo du was erhältst, was bekommst. Ja. Puppe der Schwerter kann auch, also wenn jetzt eine Person ist in dem Fall, eine Energie von einer Person, könnte auch Wassermann, Zwilling oder Waage sein. Ich weiß nicht, ob diese Sternzeichen für dich dir was sagen. Auf jeden Fall eine junge Person. Ja? Jünger als du könnte möglich sein. Sogar irgendeine Person, die dich ein bisschen spioniert. Der Puppe der Schwerter ist halt, man sagt manchmal so, der Spione vom. Ja, also jemand, der dich schon über Internet, über ja, Facebook oder Instagram oder so Sachen, dass er deine Internet, da wo du deine Fotos hochlädst, also dass er das alles sich anschaut. Also es ist eine jüngere Person und es, ja. Der sechste der Münzen ist auf jeden Fall eine positive Karte auch. Ja. Was mit Balance in eine, auch wenn es in einer Beziehung ist, was Balance hat, was und positiv ist, ja. Also deine Karten auslegen wieder. Ist sehr interessant rausgekommen. Also, ich werde dir dann sagen, warum. Also in deiner Unbewusstheit haben wir die Karte der Mond. Die Karte der Mond ist auch eine Karte, die über ungeklärte Sachen spricht, ja? Also irgendetwas muss entweder geklärt werden, hast du das Gefühl, oder irgendetwas ist versteckt, also ist nicht so deutlich, oder ja. Wer weiß, vielleicht diese Kommunikation hier, zum, um das Thema zu balancieren, ja? Wenn, wenn du irgendwas geklärt bekommen musst, das, ja. In deinem Bewusstsein haben wir der dritte der Kelche. Der dritte der Kelche ist eine normal positive Karte, da wird gefeiert, ja. Es wird gefeiert und so. Ja, manchmal spricht diese Karte aber wieder auch von einer dritten Person halt in einer Beziehung. Eine ist zu viel in einer Beziehung, ja.
Ich hole mir trotzdem wieder jetzt ein paar Karten raus, um das mir ein bisschen klarer, deutlicher diese Karten auslegen ist, weil es ist nicht so deutlich. Nein, ja, wir haben dann in der Vergangenheit für dich den Magier realisiert, hatten wir ja auch in der letzten Kartenauslegung gehabt, also eine Person, der alles realisiert. Also alles, was er sich vornimmt, ja. Ja. Er bekommt alles hin, was er sich vornimmt. Also ist eine Person, sei es in der Liebe, sei es in der. Also es kommt, ist auch positiv, es kommt auch was Neues. Und das ist in der Vergangenheit. In der Zukunft haben wir der Sechste der Kirche, eine Karte, die auch über Vergangenheit spricht, ja. Eine Karte, die über eine Person von der Vergangenheit spricht. Ja, von dieser Person hier, von der Magier. Eine Person, die vielleicht alles für dich war und ja. Wir haben als Einstellung zum Thema deine Einstellung, deine Gefühle. Wir haben die Karte der Teufel bekommen, wieder. Eine Karte, die über Leidenschaft spricht, aber auch über Eifersucht, irgendeine Sucht. Also entweder kann es sexuell sein, kann irgendeine Sucht sein, Eifersucht, wie gesagt. Alles, was so in der Beziehung ein bisschen mit Negativität zu tun hat, würde ich sagen, ja. Also nicht, dass man leidenschaftlich jetzt ist, negativ ist. Eigentlich ist das auch nicht so, aber es kommt darauf an, in welche Beziehung man jetzt, ja, ihr versteht schon, was ich meine. Danach kam die Karte, die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe ist eine Energie von wieder, wie ihr auch, Löwe oder Schütze. Ja. Eine energische Frau auch. Oder Mann, meine ich jetzt, es ist nur eine Energie, ja. Wir reden ja über Energie. Es kann sogar sein, dass, okay, wir sagen, das gehört zu Sternzeichen Feuer, also Feuerzeichen, Widder, Schütze und wie habe ich jetzt gesagt? Und Löwe. Aber vielleicht ist auch Aszendent oder vielleicht spricht einfach nur, dass diese Person so einen Charakter hat, ja. Aber nicht, dass wir jetzt denken, wir reden über alle. Ja, wo wir alle Menschen, die Löwe sind, Schütze oder Widder, und die sind halt jetzt so, nee, es ist nicht richtig. Es wird nur gemeint als Energie, in diesem Fall jetzt in deinen Karten auslegen, ist vielleicht in deiner Situation eine Person wieder, die etwas Abhängigkeit, in eine gewisse Weise eine Abhängigkeit da ist. Irgendeine, ja, nicht gesunde Abhängigkeit, ja. Danach bekam ich als Wünsche der dritte der Stäbe, eine Person, die in der Zukunft schaut. Kannst natürlich du sein, natürlich, wir reden ja über dich. Du schaust schon weit weg in der Zukunft. Aber du gibst, ich bin mir nicht so, ich möchte auch nicht unbedingt Sachen reden, was. Aber jeder wird es für sich anpassen. Jeder weiß auch, in welcher Situation sich befindet und was für sich
Immerhin, wir reden ja über Energien und meine Interpretation ist halt so, ja. Es kann sogar sein, dass wenn ich euch die Karte zeige, dass ihr eure Situation in der Karten doch sehen könnt, also, aber nicht unbedingt diese Interpretation, die ich habe, ne? Weil das ist manchmal auch so eine Sache, ja. Mir ist so auch gegangen, wenn ich manche Tarot-Menschen gesehen habe. Habe ich selber mir die Karte angeschaut und dann habe ich meine Situation doch reflektiert gesehen, also ich habe es doch gesehen, aber es war nicht unbedingt das, was mir der Tarot-Mensch in dem Moment gesagt hat. Er hatte in dem Moment eine andere Interpretation, die vielleicht auch nicht unbedingt falsch war. Sehr wahrscheinlich war ein anderer Mensch, ein anderer Beteiligten, die doch diese Interpretation für den doch gepasst hat, ne? Weil das halt ist auch eine Sache in dem Moment, wie der Tarot-Mensch halt geführt wird, zu interpretieren, ja. Es ist sehr, sehr interessant, das, was ich gerade sage, wirklich. In dem Fall, als Ergebnis für dich wieder, habe ich die Karte der Tod. Die Karte der Tod ist nicht eine schlechte Karte, wieder. Für mich ist immer eine positive Karte, weil wenn man über Transformationen spricht, über eine Veränderung, es ist immer positiv, weil das heißt eigentlich, dass irgendetwas hat sich zu verändern. Oder irgendetwas muss sterben, damit was anderes, Neues, Positives anfängt. Ja? Und das sagt mir halt, diese Karten, die ja in unserem Deck hinten hatten, ne? Wir hatten ja die Sonne, der Erfolg, Rad des Schicksals, was wollen wir noch mehr? Dann hatten wir natürlich auch wieder, wir hatten auch die Karten dann der König der Stäbe, die Gerechtigkeit und die Herrscherin. Ja, zwischen diese zwei Personen ist die Gerechtigkeit. Das hat auch oft mit Schicksal zu tun. Die Gerechtigkeit, genau wie das Rad des Schicksals, ja, wir hatten die hier auch. Das hat irgendwie auch mit Schicksal, also eine Erfahrung, die wir im Leben machen müssen, weil das ist halt so. Und seine Lehre, die wir halt wo wir immer auch dankbar sein sollen, also für das, was wir lernen. Und deswegen sind auch diese Menschen, mit denen wir auch zu tun haben und diese Erfahrung gemacht haben, müssen wir eigentlich am Ende immer dankbar sein. Egal, ob es schlecht oder gut war, weil darauf lernen wir ja auch eine Erfahrung. Und die sind ja auch dafür da. Die sind in der Beziehung unserer Lehrer, genau wie wir für sie. Es hört sich auch ein bisschen vielleicht sogar manchmal makaber aus, was ich sage, aber in diesem Fall, weil klar, es kommt auf die Erfahrung drauf an, was man so gemacht hat, kann sehr schlimm sein oder nicht und man kann einfach denken, ja, wie kann ich diese Person dankbar sein, wo ich so sehr gelitten habe. Aber eigentlich ist es so, wir sind halt immerhin in einer Schule zum Lernen und Erfahrungen zu sammeln. Diese Erfahrungen müssen wir halt mit in unsere Zukunft mitnehmen, halt, dass wir die gleichen Fehler nicht wiederholen und die Vergangenheit soll auch da bleiben, also weit weg, weil eigentlich existiert dann auch nicht mehr und einfach nur in Gegenwart leben, in Gegenwart, genau. Wieder, keine Ahnung, also ich hatte ja gesagt, ich wollte. Ich habe noch ein anderes Deck, also das ist wieder ein neuen. Ich meine, neun ist gut, ist ja ganz alt, ne? Aber ist nicht die gleiche wie diese hier. Meine Karten sind halt auch so schön alt immer, aber ich mag die. Und das ist ein anderes Deck. Ich schaue nur ganz so kurz, ob ich vielleicht, obwohl ich glaube, hier, ich meine, ich erkenne, ich habe ein paar Sachen da nicht so deutlich gesehen. Ja?
Weil es kommt auch auf die Situation von jeder von euch, sind tausend von Situationen, verschiedene. Aber was sicher ist, ist, diese Teufel und der Tod da zeigen auf eine Veränderung. Und das ist schon mal, also klarer geht es nicht. Aber Augenblick, ja? Ja, und unter der Deck haben wir der fünfte der Stäbe. Wir haben momentan viel zu konfrontieren. Also wir konfrontieren uns mit mehreren Menschen. Oder genau, das Stäbe reden auch über, nicht, dass man sich jetzt richtig wehtut, sondern man hat das Gefühl, man muss sich mit mehreren Menschen, also, oder man kann nicht so frei entscheiden, ohne dass man sich mit mehreren Menschen jetzt konfrontieren muss. Und hier ist wieder der Rat des Schicksals. Ja? Ein König der Kelche. Ja. König der Kelche ist ein Sternzeichen Fische, Krebs oder Skorpion. Der Tod ist auch ein Skorpion. Ich weiß nicht, ob Skorpion euch was sagt. Zusammen mit dem Teufel kam jetzt der Zehnte der Stäbe, eine Karte auch, die über Last spricht. Ihr habt ihr habt eine Last, also irgendetwas, was für euch zu sehr, also als für euch als Last sich fühlt. Ihr habt, wie gesagt, ist hier bei jeder Mensch anders, aber diese Last ist was, genau das, was ihr loslassen wollt, was, wo ihr ein, ja. Deswegen ist diese Tod da, als Transformation, als Loslassen. Der Nummer 10 spricht auch immer über ein Ende, ja? Diese Karte spricht auch über ein Ende. Also Nummer 10 reden immer über ein Ende. Irgendwas kommt zu Ende. Also das heißt, diese Last, was ihr habt, was nicht gut ist, was euch überhaupt nicht gut tut, weil zusammen mit dem Teufel ist. Das heißt, egal was es sei, wo ihr gerade seid, was für eine Situation ihr seid damit nicht zufrieden auch. Auch nicht, ne? Zusammen mit der Königin der Stäbe kam jetzt der Achte der Schwerter. Eine Karte, die über eine bestimmte Blockade, eine gewisse Blockade, ist mental, also das heißt, ist mehr im Kopf. Sind Gedanken immer, ne? Ob diese Person dich, ob du dich fühlst, dass diese Person dich, dass du dich von dieser Person oder dieser Situation nicht loslassen kannst. Ob du das Gefühl hast, dass du zu dieser Person, egal wie wer diese Person ist, ich werde jetzt nicht mehr das Sternzeichen nennen oder wie auch immer, ihr wisst bestimmt, worüber ich rede, denke ich. Ob ihr das Gefühl habt,
dass ihr euch nicht befreien könnt, weil irgendeine Abhängigkeit ist. Diese Person euch gegenüber oder andersrum. Und das ist für euch momentan nicht gut, ja. Also, die Karte spricht ja auch von sich alleine, finde ich. Es ist eine Person, eine Frau in dem Fall, die gebundene Augen hat, gebundenen Körper, also kann sich nicht bewegen. Oder denkt, sie kann sich nicht bewegen, eigentlich laufen, weglaufen kann sie auch schon. Und wenn sie auch ein bisschen stolpert und... Aber man muss es doch versuchen und sich trauen, oder? Aber diese Sachen, was sie jetzt, wo sie, das hat sie selber nicht gemacht. Also eigentlich muss den anderen es für sie machen, weil sie hätte sich nie im Leben so binden können. Das heißt, jemand hat sie in diese Situation gebracht. Angstdrängend, finde ich, ja? Ja, sogar ich spüre dieses Gefühl. Es ist angstdrängend, es ist gar nicht gut. Ich hoffe, ihr könnt diese Karten anders interpretieren als ich. Das wäre natürlich nicht schlecht. Wenn ihr eine andere Interpretation hättet, wo etwas leichter oder einfacher zu verstehen ist, dann wäre natürlich auch gut. Auf jeden Fall, danach kommt ja, haben wir gesagt, der dritte der Stäbe und die Herrscherin. Vielleicht, ihr denkt, also ihr schaut ja in die Zukunft, ne? Aber vielleicht denkt ihr auch eine andere Person, die nicht bei euch ist, vielleicht wohnt sie auch nicht in die gleiche Stadt oder in den gleichen Ort. Vielleicht fühlt ihr euch so sehr gebunden an diesen Mensch hier, mit dem Teufel natürlich. Ihr fühlt euch so sehr gebunden. Aber ihr denkt an jemand anderen, also jemand, der für euch das alles erfüllt, was ihr im Leben, die perfekte Person, die perfekte Energie für euch, keine Ahnung. Jemand, der nicht bei euch lebt oder wohnt, in eine andere Stadt, in ein anderes Land vielleicht sogar. Ihr vermisst diese Energie. Ja, ich weiß nicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist, aber ihr vermisst diese Energie. Eine Person, die euch alles geben könnte, so denkt ihr zumindest, dass es das Perfekte für euch ist. Ja. Ja, und der Tod-Transformation plus der Achte der Münzen, ihr werdet dran arbeiten, an dieser Transformation, an dieser Änderung, an eurem Leben. Ihr möchtet dran arbeiten, ihr möchtet, dass sich was anders ergibt und ja, also wieder, ich hoffe, das Video wird auch wieder nicht wieder so plötzlich sich ändern. Also ich versuche jetzt eine Karte der Orakel der Liebe für euch rauszubekommen, ja? In den, die Herrscherin haben wir auch zweimal bekommen. Einmal hier und einmal in den anderen, direkt auch in den anderen Deck. Also die Herrscherin ist zweimal gekommen. Aber ihr werdet mit der Vergangenheit schon einen Schnitt machen wieder. Das sehe ich hier mit der Karte der Vergangenheit und der König der Schwerter.
Ihr wird mit der Vergangenheit einen Schnitt machen. Irgendwas wird sich hier wirklich ändern. Und eine Karte gekommen, lass dir von deinen Freunden helfen. Bitte andere um Unterstützung und nimm sie an. Dies könnte die richtige sein. Du bist dem Liebespartner, den du suchst, bereits begegnen. Die Karte hatten wir in unseren vorherigen Kartenauslegen gehabt wieder. Die gleiche, oder? Da musst du ja schauen. Du bist dem Liebespartner, den du suchst, bereits begegnet. Unvertrauen. Diese Situation fordert dich auf, dich in Geduld zu üben. Das finde ich auch, ja. Und dann Finanzen und Karriere. Finanzielle Probleme wirken sich jetzt auf dein Liebesleben aus. Ja, ja, genau, wieder. Es kann möglich sein, dass ihr mit dieser Person vielleicht irgendwie wegen finanziellen Gründen euch nicht trennen könnt. Oder dass ihr euch so sehr in diesem Fall, ja. Aber man muss halt denken, inwieweit ist für uns das Materielle so wichtig, dass wir unser Leben opfern müssen, ja? Am Ende haben wir ja nur ein Leben wieder. Nur ein Leben haben wir. Und wir werden am Ende nichts mitnehmen. Wir nehmen nichts mehr mit. Also wenn wir einmal tot sind, sind wir tot und wir nehmen nichts mit. Inwieweit ist das für uns so wichtig, das Materielle, dass wir wirklich unserem Leben opfern müssen, ja? Ja, göttliches Timing bestimmt dein Liebesleben. Ja. Wieder. Also ich sehe dich nächste Woche. Ich bin neugierig geworden. Wir schauen mal nächste Woche, wie sich die Energien geändert haben. Du weißt schon, wie das ist. Es kommt drauf an, immer. Es bewegt sich ständig. Gott sei Dank. Und es kommt auch drauf an, auf die anderen Beteiligten auch. Dass sich die Sache schneller oder langsamer entwickelt. Aber genau, ich freue mich auf dich nächste Woche. Übernächste Woche, ja. Mehr oder weniger so. Und schauen wir, wie sich die Energien geändert haben. Auf jeden Fall für den Monat Dezember. Bevor das neue Jahr anfängt, hast du vieles hinter dir gelassen wieder. Das ist mein Gefühl. Du fängst das neue Jahr wirklich mit einer Transformation und das kann nur positiv sein, finde ich. Ja? Trau dich einfach und sei glücklich. Wir sehen uns nächste Woche, ja? Tschüss. Danke, dass du da warst. Ja? Tschüss.